Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Und meine letzte Aufnahmesession ist schon ein bisschen her, muss ich gestehen. Ja. Okay. Ach ja, die waren hier so fleißig dabei. Aber es sieht schon cool aus. Ich guck mir. Beschweren hat keinen Sinn. Ja, das stimmt allerdings. So, Berichte der Herzogin von deiner Jagd nach dem Biest. Das tun wir doch mal. Wir laufen mal ein bisschen durch die Gegend. Oh, das sieht so schön aus. Und so freundlich. Majoran, wäre mein Geist doch so willig, wie mein Fleisch schwach ist. Ein Schwein. Sei gegrüßt. Also, dass hier Hunde rumstehen, okay, aber so ein Schwein? Ich weiß ja nicht. Also, wow. Stör mich doch hier nicht beim Spielen, Mensch. Willst du mich nicht mal durchkneten? Ich sag da nichts zu. So. Bevor jetzt hier weiter irgendwas passiert, habe ich das mal schnell ausgemacht. Ja. Stinkig. Stinkig. Der versteckt sich da, das ist ja cool. Gut zu wissen. So, wir sprinten mal ein bisschen. Ich dachte, wir gehen mal zu Fuß, anstatt das Pferd zu benutzen. Ey, die Aussicht ist geil, das muss man mal sagen. Der Herzogin. Hat der mich gerade angemeiert? Penner. Okay. Hier sieht das gleich schon ein bisschen besser aus, ne? Scheiß doch auf alles. Ey, die Leute, die haben hier eine Einstellung, ey, meine Güte. Oh, sind hier Poster? So ein Turnier hat noch niemand gesehen. Denn so ein Turnier hatte Tonja, genau, hat es noch nie gegeben. Einladung zu einem Gwyn-Turnier wird in der Fasanerie ausgetragen. Ausgerichtet von einem gewissen Grafen Monnier. Oh nee. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Ich habe dieses Gwyn bisher noch nie richtig gecheckt, ehrlich gesagt. Boah, das sieht geil aus hier. Ich bin froh, dass unsere gnädige Herrin einen so zuverlässigen Fachmann gerufen hat. Ey, die geht so richtig arrogant, die Alte da, ne? Guckt euch das mal an. Was gibt's Neues? Ganz ruhig. Ey, du hast mich angerempelt, Digga. Boah, sieht das imposant aus. Ein Schlückchen in Ehren kann niemand verwehren. Die Leute, die hier nur von Alkohol reden oder das Leben ist scheiße, ey. Geil. So, wir müssen hier lang. Hier wohnt der Adel, ey. Das sieht man aber auch. Märchenreiche, naja. Sieht auch voll gut hier aus, ne? Machen wir mal ein bisschen Feuer. Das Coole ist, man kann da ja überall langlaufen, ne? Okay. Ich halte mich heute sehr öfters mal, glaube ich, an irgendwelchen schönen Sachen auf. Mir ist da heute mal nach. Aber das muss auch mal sein. Ein adliger Junge wahrscheinlich. Zeigst du mir dein Schwert? Was ist das? Komm, ich zeig dir mal ein richtiges Schwert, meine liebe Dame. Was denn hier? Ach, wahrscheinlich muss ich hier reingehen, um mit der Alten zu reden.
Die Wachen denken sich jetzt auch, was hat die da nur eingestellt? Der Palast ist... Ja, genau. Sie sitzt natürlich hier. Geralt von Riva, Meister Hexer. Ich hatte recht. Kaum bist du da, gibt es Ärger. Geh beiseite. Ich habe etwas mit der Herzogin zu besprechen. Endlich, Hexer. Wir saßen auf glühenden Kohlen. Hast du Meltons Mörder gefunden? Der Fall hat sich gerade verkompliziert, würde ich sagen, oder? Ja. Der Fall ist ernster als gedacht. Das Biest. Ich konnte es nicht töten. Es ging nicht. Wir schicken dich einem Monster nach und du kommst mit leeren Händen zurück? Wie äußerst enttäuschend. So einfach ist das nicht. Das Biest ist ein mächtiger Vampir. Ist das ein Problem für einen Hexer? Wie man einen Vampir umbringt, weiß doch jeder. Man muss ihn nur ins Sonnenlicht locken. Oder sich mit Knoblauch behängen und ihm einen Pfahl durchs Herz treiben. Knoblauch ist gegen Vampire nutzlos. Genau wie Sonne und Pfähle. Das sind nur Legenden. Sowas funktioniert nur in Märchen. Lappen. Und Kreuzdorn? Als ich klein war, hat Oma Ademata immer gesagt, dass Kreuzdorn Vampire vertreibt. Am besten hält man sie sich mit dem Silberschwert vom Leib. Aber das bringt sie nicht um. Nur ein höherer Vampir kann seinesgleichen wirklich umbringen. Ausreden, nichts als Ausreden. Gnädige Herrin, ich organisiere sofort eine Treibjagd und mache der Sache ein Ende. Der Hexer muss uns nur sagen, wo wir das Monster finden. Bitte sollen sie in ihr Verderben reiten. Ach, das ist geil. Wir lassen jetzt diesen arroganten, glatzköpfigen Arschmann ins Verderben reiten. Bitte sehr, schick sie in den sicheren Tod. Sicherer Tod vielleicht für einen einzelnen Hexer, wohl kaum für 40 Bewaffnete. 40, 50, 100, ganz egal. Das spielt keine Rolle gegen ihn. Du hast meine Männer noch nicht in Aktion gesehen. Können sie gegen Nebel kämpfen und ein Ziel treffen, das schneller ist als der Wind? Wie? Welche Kreatur bringt sowas fertig? Eine solche Kreatur. Höhere Vampire nennt man sie. Jeder ist anders, einzigartig, könnte man sagen. Manche können sich in riesige Fledermäuse verwandeln, andere können mit Tieren reden und ihnen Befehle geben. Die sind sich ganz schön nah beim Reden, ne? Geistlose Monster. Ganz falsch. Niedere Vampire wie Alpen, Ekimmen, Katakane werden vielleicht vom Instinkt beherrscht. Die greifen alles an, was nach Blut riecht. Aber höhere Vampire denken. Sie gebrauchen ihren Verstand. Vernunftbegabte Monster. Kuriose Vorstellung. Nun, was willst du also unternehmen? Ich versuche ihn zu finden und mit ihm zu reden. Okay. Weil das ist kein gewöhnliches Monster. Ich habe keinen Bock, mit diesem Arschmann da zu diskutieren. Am besten versuchen wir, mit ihm zu reden. Nicht zu fassen. Da bestellt die Herrin einen Hexer, damit er ein Monster tötet. Und er möchte mit ihm schwatzen. Ich weiß, was ich tue. Seine Liebste wurde entführt. Er wird erpresst. Erpresst? Erläutere doch freundlicherweise, wie man einen Vampir erpresst. Höhere Vampire sind uns ähnlich. Sie werden von Emotionen angetrieben, nicht vom Instinkt. Sie sind nicht nur sehr intelligent, sondern auch zu vielfältigen Gefühlen fähig. Sogar zu Liebe. Dieser hier hat sich in einen Menschen verliebt, in eine Frau. Er würde alles tun, um sie zu schützen. Du willst doch wohl nicht andeuten, dass wir Miltons Mörder ziehen lassen sollen. Oder darauf warten, dass er wieder zuschlägt. Wir müssen ihn so schnell wie möglich unschädlich machen. Dieser Alte, ey. Es wurde eine unschuldige Frau entführt. Befreie die Geliebte des Vampirs. Ich finde die Erpresser und befreie die Geliebte des Vampirs. Dann hat er keinen Grund mehr zu morden. Du sollst ihn vernichten, nicht ihm helfen. Am wichtigsten ist es, dass niemand mehr stirbt. Sobald die Frau in Sicherheit ist, hat er keinen Grund mehr zu töten. Gut, ich gebe zu, du hast mich nachdenklich gemacht.
Vielleicht hast du recht. Weißt du irgendwas über die Erpresser? Ich habe einen Hinweis. Ein paar Zettel, auf denen der Erpresser die Namen der Opfer aufgeschrieben hat. Einer der Zettel hat einen Fleck. Offenbar ist es Wein. Es ist nicht sehr aussagekräftig. Du hast keine Ahnung, wie sehr du dich irrst, mein Lieber. Her mit dem herzoglichen Sommelier! Hopp, hopp! In Toussaint ist Wein heilig. Hier gibt es keine einfachen Weinflecken. Hier gibt es nur die Weinflecken, die aus Tropfen von Est-Est, Ervelus, Fiorano bestehen. Die gnädige Herrin wünscht mich zu sprechen? Alles klar. Entschuldigung. Hexer, zeig ihm das Papier. Benoit, kannst du herausfinden, welcher Wein diesen Fleck gemacht hat? Durchaus. Eindeutig Saint-Retour-Westufer. In Fässern von Beauclair-Eiche gereift. Tiefer Burgunderton. Sehr klar. Das ist Saint-Réal. Jahrgang 1269. Ja, nee, ist klar. Das ist unmöglich. Dieser Wein wird auf Castel Ravello eigens und ausschließlich für den herzoglichen Hof gekeltert. Vielleicht wurde der Saint-Réal gestohlen. Wir müssen zum Weingut. Vielleicht hat es dort einen Vorfall gegeben. Wieso wir? Moment. Die gnädige Herrin möchte mich begleiten. Kommt nicht in Frage. Du glaubst ja wohl nicht, dass wir auf unserem herzoglichen Hintern rumsitzen, während das Herzogtum in ernster Gefahr ist. Gnädige Herrin, was du vorschlägst, ist zu riskant. Der Hexer muss alleine gehen. Es ist erfreulich, dass die Herren sich ausnahmsweise mal einig sind, aber meine Entscheidung ist getroffen. Wir brechen auf. Wir haben die bestmögliche Eskorte. Dich, Hauptmann, und Geralt. Oh, zwei Leute. Wir werden inkognito reisen. Der Hof braucht keinen Anlass zum Tratschen. Für die Dauer dieser Mission entbinde ich euch von der Verpflichtung, dem Hofprotokoll zu folgen. Das bedeutet, ich bin jetzt Anna Henrietta, nicht eure edle Herrin. Jawohl, edle Herrin. Hexer, bist du bereit? Ja, auf geht's. Ja, bin bereit. Wunderbar. Augenblick noch, ich muss mir etwas angemessen Dezentes anziehen, dann brechen wir auf. Okay. Lol. Jetzt, Alter. Das ist wirklich Plötze auf dem Pferd, das wir da reiten? Plötze nicht weiß? Einige Zeit später. Der Himmel ist lila. Die Welt sieht schön aus. Hattest du schon mal mit so einem Vampir zu tun? Ja. Wie ist es ausgegangen? Hast du ihn getötet? Ich musste nicht gegen ihn kämpfen. Er hatte niemanden umgebracht. Und hat schon jemand einen solchen Vampir besiegt? Ich kannte einen Mann, der einen Vampir besiegt hat. Getötet hat er ihn aber nicht. Das könnte nur ein anderer Vampir. Ich finde das voll spannend, diese Vampir-Rangfolge-Dings. Hey da! Du siehst wie ein Ritter aus! Da drüben! Da sind Monster aufgetaucht! Digga, ich bin in wichtiger Mission unterwegs. Und muss mit meinem Pferd das Pferd von Anna Henrietta anfertigen. Der Wagen wurde von Wächtern angegriffen. Wir müssen helfen! Bleib zurück, gnädige Herrin! Wir kümmern uns darum! Hilfe! Rettet uns! Steig mal ab, Digga. Wie steigt man denn ab? Zurück, Bestie! Verschwinde! Geh kaputt! Hilfe! Rettet uns! So, gehen wir weiter.
Halt, erstmal muss ich den Panther ausräumen. Glück, dass wir gerade vorbeigekommen sind. Vielen Dank. Ihr habt uns das Leben gerettet. Okay, es ist wirklich Plötze. Erzähl mir mehr über dieses Weingut. Castel Ravello? Das Beste in ganz Toussaint. Der Betreiber ist ein alter Winzermeister, Fabrizio. Kann man ihm trauen? Er hat den Posten seit Jahren. Bislang gab es keine Probleme. Steck doch mal dein Schwert weg, Digga. Wie ist der Sangreal auf das Papier gekommen? Indem man ihn draufgekleckert hat, vielleicht? Vielleicht ein Diener, vielleicht der Verwalter. Vielleicht wurde der Wein auch einfach aus dem Anwesen gestohlen. Wir werden es erfahren, wenn wir eintreffen. Es ist nicht mehr weit. Okay. Die Alte ist gleich davongeritten. Der Recke der Herzogin. So wird man ja gut begrüßt hier. Hauptmann de la Tour. Wir hatten gar keine Besucher aus dem Palast erwartet. Wie steht es denn am Hof? Du hast zweifellos vom Biest von Beauclair gehört. Wir haben alle Hände voll zu tun. Erst recht, da die Kreatur zuletzt in den Palastgärten angegriffen hat. Der gnädigen Herrin ist doch nichts widerfahren. Nett, dass du fragst, Meister Fabrizio. Ich bin wohlauf. Gnädige Herrin, man hat uns nicht informiert. Ich lasse sofort den Salon vorbereiten. Das ist nicht nötig. Wir sind nicht offiziell hier, wie du siehst. Natürlich. Darf ich fragen, was dich zum Castel Ravello führt? Inspektion. Wir checken mal das ganze Anwesen hier aus. Dies ist eine Inspektion. Wir haben Fragen. Du wirst sie beantworten. Und wer bist du, Herr, dass du so mit mir sprichst? Das ist Geralt von Riva, ein Hexer. Er ist auf meinen persönlichen Wunsch in Toussaint. Und das heißt? Das heißt, ich erwarte, dass du ihm mit äußerstem Respekt begegnest. Natürlich, gnädige Herrin. Hast du gehört, Hexer? Fabrizio wird dir gern jede Frage beantworten. Reden wir über Sangreal. Ich stehe zu Diensten. Alles klar. Wer hat Zugang zum Wein? Wie wird der Wein transportiert und wurde Wein gestohlen? Wir fragen erstmal, wer Zugang hat. Der Sangreal. Wie viele Arbeiter haben Zugang dazu? Eigentlich nur ich. Du machst den Wein ja nicht alleine. Hier sind doch noch mindestens ein Dutzend Arbeiter beschäftigt. Ich sehe, du verstehst nicht viel von der Winzerei. Trauben haben einen langen Weg vor sich, bis sie zu Sangreal werden. Die Arbeiter unterstützen mich nur bis zu der Fermentierung. Die Mazeration überwache ich alleine. Niemand kommt in die Nähe der Fässer. Beim Abfüllen helfen mir die Arbeiter wieder, aber dann versiegle ich die Reifefässer persönlich, jedes einzelne. Der Wein wird im Keller gelagert und reift. Wenn diese Phase abgeschlossen ist, haben wir Sangreal. Und nur ich habe den fraglichen Kellerschlüssel. Dann bist du derjenige, der wohl einen Menschen entführt hat, um einen Vampir zu erpressen, mein Freund. Möchte ich ja nur mal gesagt haben. Wie wird er transportiert? Wer bringt die Fässer zum Palast? Wir haben eine eigene Garnison. Wachen, die seit Jahren Dienst tun und mit ihrem Kopf für den Wein gerade stehen. Mit Fragen kommen wir nicht weiter, das sehe ich. Zeitverschwendung. Gnädige Herrin, wie soll ich das verstehen? Meister Fabrizio, wir haben Beweise dafür, dass jemand sich unerlaubt einer Menge Sangreals bemächtigt hat. Und das bedeutet zweierlei. Entweder lügst du uns frech ins Gesicht, oder du hast dir den Wein unter der Nase wegstehlen lassen, ohne es zu merken. Verantworten wirst du dich auf jeden Fall. Aber... Sei still und hör zu. Ich werde die Fässer persönlich inspizieren. Das gibt dir Zeit zum Nachdenken. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich Antworten. Er wirkt ein bisschen nervös, der Gute, ne? Sag, wo wird der Sangreal gelagert?
Im Hauptkeller. Um die Ecke. Ich zeige ihn dir. Ich finde ihn schon. Gib mir den Kellerschlüssel und warte hier. Natürlich, gnädige Herrin. Hier ist er. Komm, Hexer. Wir warten hier, Meister Fabrizio. Was, wenn Fabrizio den Vampir erpresst? Hast du dir das überlegt? Er hat seine Schwächen, aber sowas würde ich nie von ihm erwarten. Er ist sehr loyal. Er verdankt mir alles. Sein Vater hat das Familienvermögen durchgebracht. Sein Sohn hat nichts als sein enzyklopädisches Wissen über Wein geerbt. Fabrizio hat als Bettler gelebt, bevor ich ihn zum Sommelier auf Castel Ravello gemacht habe. Seitdem kann er erst seine wahren Fähigkeiten einsetzen. Schön, dass wir inkognito unterwegs sind und trotzdem jeder weiß, dass man sich vor ihr verbeugen muss. Oh, mein Hals ist heute ein bisschen kratzig. Es tut mir leid. Ob wir gleich eine gefesselte Frau finden? Also, wo fangen wir an? Sehen wir nach, ob alle Fässer da sind. Hier ist ein Bestandsbuch. Oh. Ups. Mhm. Das Winzerprotokoll. Fermentierung komplikationsfrei abgeschlossen. Anstich über Druse. Hier, Abfüllung. Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung und sauber dokumentiert. Dann müssen wir die andere Spur verfolgen. Benoit sagte, beim Flecken handele es sich um einen 1269er Jahrgang. Finden wir den. Ein Ding. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Für diese sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.